Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast. Ja, und auch heute an meiner Seite der gute alte Tomate, der mir gerade einen schönen Witz erzählt hat. Und ja, nach all der ja, Anstaltszeit wollen wir mal wieder ein bisschen in unsere Gefilde zurückschippern und machen, ja, degenerierte Werbung, oder? Genau, wir haben weiterhin unsere Playlist mit netten Werbeclips. Wir haben ja schon einige Folgen gemacht. Und ja, wir schauen heute wieder verschiedene Werbeclips von allen möglichen Marken zu allen möglichen Themen. Das gemeinsame Thema, was sich durchziehen wird, weitestgehend dumm oder woke. Und damit würde ich sagen, können wir gerne loslegen. Und da fangen wir mal mit, ja, Lidl an, ne? Richtig. Bist du bereit? Dann drücke ich hier Play. Gerne. Wunderbar. Der gewünschte Gesprächspartner ist. Gute alte Keksdose, ja. Ja. Mit Nähzeug normalerweise. Nie mit Keksen. Was macht die gute Frau denn? Sammelt Pfand oder was? Mann, Strong, das ist Kong diese Strong Energy. Dose, genau, ja. Sammelt überall Kong Strong. Scheiße, Alter. Kannst du kurz pausieren? Traurig, dass es Realität ist, ja. Ich mache Pause, Also wer kennt es nicht, das Kind, das einem eine Pfandflasche hinhält? ja. Ja, klar. Der Weihnachtsengel Der schlechthin. Weihnachtsengel. Hier, Oma, hier hast du 25 Cent. Ich bin zu faul, das wegzubringen. Mach du mal für mich. Ich habe auch Extra schon Eck in den, der ich habe auch Rente. schon den Strichcode habe ich schon durchgestrichen. Weil Weihnachten ist. Ja. Ach Gott, ey. Okay, ich mache weiter. So, jetzt mal ganz kurz Stopp. Ja, natürlich. Also, diese Familie, die da sitzt, die würde nie so auf dem Präsentierteller sitzen. Aber klar, ist ein filmisches Mittel, ist logisch. Ja, ich weiß, ich mache mal ein bisschen zurück. Sieht man die jetzt, ja? Ja, die So eine sind halt richtige super ausgeleuchtet hier. FDP-Schnösel-Familie, ne? Ach, ja, Mit gut, ich weiß schon, was du... mit der Weste und Mit diesem dem Pullover. Wollpulli und ne? Komm Ja, mal. genau. Ja. Also nicht, dass das nicht schön ist, ja, Alles aber sehr es ist. gepflegt, gut aussehend, Ne? ja. Die gemacht für Weihnachten. Meine Frage an dich, so aus der Kind-Jugendzeit, gab es da Pfandsammler bei dir? Boah, das ist eine Frage, die habe ich mich schon öfter gestellt. Also früher ist mir das gar nicht so oft gefallen, aber vielleicht, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist es einfach so ein Phänomen, bei dem ich tatsächlich glaube, dass es vielleicht ein bisschen mehr durch die Medien auch kommt, dass ich mehr drauf achte. Wie war denn das bei dir? Ich würde auch sagen, es gab es schon immer, aber es ist die letzten 10 Jahre gesteigert aufgetreten. Also ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass sich zwei Pfandsammler, es klingt absurd, um Pfandflasch bzw. um den Mülleimer gestritten haben. Also Zitat, das ist mein Revier, du Okay. Fledderer. Okay, geil. Alter, das ist mies. Also es gibt ja in der, hier in der Neustadt gibt es diesen einen Typen, der da wirklich dieses Dreieck da abfährt. So nennt er das. Aha, Ja. Und okay. jeder, der an dieses Bermuda-Dreieck des Pfands kommt und ihm das streitig machen will, den kackt er an. Also, ja, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist, aber wenn es nicht ist, ist es eine Keine Ahnung. Besonderheit, aber ja. Nochmal kurz jetzt zu der Werbung. Ich frage mich ja so ein bisschen, warum ist denn die Frau eigentlich allein? Also ist es, ich weiß nicht, ist die Familie irgendwie weg? Also ist vielleicht der Mann gestorben, als große Familienunglücke, oder hat sie selbst irgendwie, weiß nicht, hat sie früher lieber die Zeit vor Excel-Tabellen verbracht und keine Familie gegründet?
Man weiß es nicht. Ich würde sagen, der Mann ist tot und mit diesen hier kein Anschluss unter dieser Nummer, was am Anfang kam. Das, ja, deutet für Kinder mich vielleicht darauf hin, dass weggezogen, die Kinder nichts Vernachlässigung. zu dir zu tun haben wollen Ja. und halt irgendwann mal die Nummer gelöscht haben. Oh, das ist traurig. Na gut, wir machen Ja. weiter, ja? Ja, ab ins Lied. Warte mal, stopp, 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 stopp. Ja, okay. Heißt es nicht immer mit dem Flaschenboden zuerst? Ich bin völlig verwirrt. Also Warte, ohne ich. Scheiß. Warte, du hast recht, warte mal, du hast recht, warte mal. Stimmt, ja. Also das. Das waren jetzt wieder die wichtigen Dinge, aber. Ah, jetzt richtig rum. Bitte mach kurz Ich muss, Pause. Ja, danke. ja, ich will das auch kommentieren, weil mir ist das immer ein ziemliches Graus, solche Systeme irgendwie, wo du was spenden kannst. Weil ich weiß nicht, was so ein Multimilliarden-Euro-Konzern wie Lidl und die wollen dann von dir verlangen, ja, tu mal deine 25 Cent opfern. Vor allem, wenn wir hier von einer Frau reden, die wirklich buchstäblich Pfand sammelt. Ja. Also ich finde, die muss nichts spenden. Überleg mal, das ist 1%, richtig? Also über 1% der Menschen, die das täglich machen, sozusagen hauptberuflich. Ach, die Pfand sammeln, ist das Ja, so? naja, steht da hier so, oder? 900.000 Menschen, das ist Ach 1%, so, oh, ne? Entschuldigung, ich habe mir das Also noch gar mehr als nicht 1%, durchgelesen. ne? Aha. Boah, das ist ja krank. Okay. Also, es ist auch so eine Frechheit von die, es ist. Das muss man mal so ganz klar sagen. Ja. Also, wenn jetzt wenigstens Lidl sagen würde, so, du spendest was für die Tafel und wir geben den Pfandwert dazu, extra. Ja, Aber die eben so machen ja eine Art gar nichts. System. Die machen Ja, ja ja. nichts. Denen ist das scheißegal. Die Flasche wurde gekauft mit dem Pfand und wo der Pfand jetzt hingeht, ne, ist denen doch völlig wurscht. Ich finde es auch irgendwie, ja, ich finde es auch irgendwie strange. Also, ich meine, wir haben in Deutschland die höchsten Steuereinnahmen wahrscheinlich seit jeher, weil wir 1.000 neue Steuern haben. Anstatt dass die halt die Steuern solchen guten Sachen wie der Tafel zuführen, geht es halt in irgendwelche Klimaprojekte oder so. Also, das wundert mich halt auch, dass wir hier so hohe Abgaben haben und dann sollen die Leute trotzdem noch spenden. Also klar, das klingt jetzt mega unchristlich. Ich meine, da ist ja Nächstenliebe und Spenden ein hohes Gebot, aber ich meine, wir zahlen so viel Geld, das sollten die einfach besser verwenden. Dann müsste man auch netter Tafel spenden. Weißt du, was ich Dass meine? wir überhaupt eine Tafel benötigen als Ja, eben. angeblich reichstes Land der Welt oder eines der reichsten Richtig. Länder der Welt, das lässt halt auch tief blicken, ne? Richtig, Absolut lächerlich. richtig. Und dass dann, also sie ist ja, mutmaße ich jetzt, eine Tafelbezieherin. Das ist so, Sicherlich. ich weiß nicht, es ist, das Obama-Meme trifft es nicht ganz, ne? Es Ja, eben, sie ist spendet jetzt sich halt, selbst oder ja, was? es ist so Also, linke Tasche, das rechte macht halt Tasche echt keinen irgendwie, Sinn. ja. Das macht echt keinen Sinn. Also, ich verstehe es nicht. Also, warum wird jetzt hier an diese Pfandsammler appelliert? Die haben nichts zu spenden. Also, die sammeln buchstäblich Pfand für den Lebensunterhalt. Wie kann man das denn Richtig. nicht verstehen? Also, Gottes Willen. Und ich würde es denen auch nie übel nehmen, wenn die nie auf diesen Eben. Spendenknopf Das würde drücken. ich denen nie nehmen. Was? So, ich mach Also, mal ich weiter. würde es auch nicht, Ja, ich weil komme. ich muss noch kurz Pause drücken. Drückst du noch mal kurz Pause? Ja, natürlich. Also, ich habe ja auch mittlerweile ein etwas gespaltenes Verhältnis zu den Tafeln, aber Inwiefern? deswegen würde ich da auch nie hinspenden. Weil da nicht immer Leute sind, denen man spenden will, meinst du? Also, Ja, deine Tafel wird ja auch so auch ein bisschen Schindluder mittlerweile auch betrieben. tatsächlich, ja. Und Ja, weil ja. sie sich halt auch sehr dem Staatswesen andienen. Ja? Also das ist nicht mehr der unabhängige Punkt e.V. Ja. Und das Brot ich esse, das Lied ich singe. Ne? Also das ist halt
traurig, dass es so sein muss, sonst kommen die nicht über die Runden, aber ja. Und klar, die ganzen mit den Ausländern, die netten Skandelchen, die dann die alten Omas beiseite schieben. Ja, was will man dazu noch sagen? Ja. Ja, klar. Aber Ja, für mich ist das Thema durch. Wir lassen wir können die gerne zum Tafel nächsten beiseite, gehen. als das Lidl sich damit schmückt. Also das ist wirklich gratis Mut in Reinsformel. Ja, natürlich. Ja, ist wirklich gratis. Und wie du richtig sagst, die sollten einfach am Ende was dazugeben oder so. Also dann, meinetwegen, dann könnte man auch eher diese Werbung verstehen. Aber Vielleicht wir habe haben ich doch jetzt hier schon nur was den überlesen. Werbespot dazu gegeben. Ja, genau. Wo wir immer schön unsere eigenen Flaschen zeigen. Hier die Lidl Cola. Die Freeway Cola da, Genau. dieses Lidl Saskia Mineralwasser, dann den Kongsbrunn Drinks. So, jetzt habe ich auch mal alle Marken genannt für euch. Aber Okay. gut, man merkt, ich gehe mal zu Lidl einkaufen, deswegen weiß ich das. Ja, ist so mein Standardmarkt. Okay, ich bin bereit für das nächste. Du auch? Zum Glück ja. Gut, jetzt kommt was Lustiges. This is the A to Z of Awesome. Hält der A Steine. Lego celebration of the Ja. beautiful, powerful language of the LGBTQIA+ community. Lego Play offers a universal, but most importantly, a safe space to express yourself and be who you are. I'm a black, queer woman who loves Lego bricks. We invited members of the community to build Lego creations that represent their true stories. The concept behind my build is you see this colorful, unique Lego brick to represent a What? happy, healthy, intersex person. Warte kurz. Warte, muss ich mal Die kurz pausen. heißt Taube. Habe ich das richtig verstanden? Warte mal, wo hast du das jetzt Ein gesehen paar oder ich war Sekunden noch nicht. vorher. Ja, da stand es doch Ach hier. The so, stimmt, concept Pitching, behind my warte mal. build is Ach, das ist you nicht see this dieses. color. Pitch in, what the fuck? Ist das Ja. nicht dieses Meme hier mit, wenn du gegen eine Taube Schach spielst, kannst du nur verlieren, weil sie im schlimmsten Fall aufs Feld kackt und davon fliegt? Also wir reden ja Und wirklich sie von baut ein Leuten. Sag mal, die heißt so eine Schachbrett. wirklich Taube. Das ist doch bestimmt so ein Fantasienamen, den die sich gegeben hat. Vielleicht ist sie auch trans oder so. Na, natürlich Also ist sie das. Also. was zum colorful, Geier? unique Lego So, brick to warte, ich will mir jetzt nochmal represent a dieses happy Kunstwerk anschauen. Ja, stimmt. Warte, ich mache nochmal ganz zurück. Ja, sie ist trans. Lego brick to rep Weil, schau mal auf die Oberlippe, was das für ein Bartschatten ist. Also, holy moly. Gut, ich kenne auch Frauen, aber die Nicht so so, nicht aussehen, so, die leider nicht so so. ungepflegt sind, Represent a aber es ist ein happy, Kerl, healthy. ja. Aber was ist denn das? Ein Schachbrett und da ist so ein Punkt da und das soll Intersex heißen oder was? Okay. Hä? Ach, sieht ja aus so wie 3D-Schach hier. Ja, Ist das so ein Feld unten oben hat so? sie irgendwie so ein bisschen eine optische Illusion gebaut, Ja, das gebe ich genau. ihr. Das ist so Nintendo 3DS-mäßig. Das ist so ein Feld zum Aufklappen und dann kannst du Aufklappen. irgendwelche Spezialsachen machen. The intersex person. What I built here Was was ist, a transgender garden. Zwei Dinge, die ich mich frage. Was ist das? Erstmal das Lego-Ding Was ist das? und nur das Lego-Ding. Ja. Und was ist das Kinn? Was? Wo ist das Kind? Ja. Die Frage, die wir uns alle stellen. Oben, So. unten? Warte A mal. transgender. A transgender garden. Ach was. Aha. Okay. Boah, lieber ein Stolzgarten, es tut mir leid, aber. Garden. So all Ja, these different schwarz ist geil, aspects egal. of gender have their place in that garden. My build is a castle. It means a family. So we are that safe space. Ist das ein Pastor gerade gewesen? Warte mal Oder was war zurück. das? Ein gutes Stück. Das ist der Grand. Moment. My build is a Nee, war kein Pastor. Man hat nur castle. It kurz means a gesehen, aber family. der So we are that safe war kein space. Pastor. So, Was okay, ist denn man hat das für hier. eine Familie, die alle gleich aussehen und Jetzt gleich können wir alt hier sind? mal. Jetzt können wir hier mal über das Tor reden. Also es ist ein Tor, das den Safe Space beschützt. Und darüber, finde ich ganz interessant, ist so ein Fragezeichen. Fast als würde man sich fragen, wer man ist irgendwie. Als wäre das irgendwie unklar. Was zum Fick hat er gebaut, ne? Ja, dieses Fragezeichen wollte ich ausdrücken. Was zum Fick habe ich da gebaut? Kostet bestimmt 50 Euro, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Oh Gott, so ich mach mal weiter. I think this project is a game changer because visibility equates value. Discover the stories of the creators behind the build and submit your ideas to help us build the full A. Gut, und ich möchte dir nochmal klatschen, das ist wirklich von Lego, also diese Werbung, lego.com. Also das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine andere Geschichte, irgendeine LGBTQ-Vereinigung, die da Lego vereinnahmt. Das ist wirklich Le auf lego.com, richtig A2Z. Könnt ihr euch hier diese tollen Trans-Builds anschauen. Vielleicht gibt es auch Anleitungen zum Runterladen. Ich meine,
aus Lego-Sicht ist das Win-Win, ne? Die obligatorische Farbseuche kannst du mit dem Regenbogen begründen. Ja, also, das stimmt. Und dann kannst du ja. die degenerierte Anleitung, die 500 Seiten lang ist, kannst du damit auch begründen mit, wir nehmen jetzt den Viererstein in eine Hand und den Dreierstein in die andere. Yeah. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau, wenn du dann dich wunderst das nächste Mal, warum in deinem 700 Euro teuren Star Wars Sternzerstörer so viel Farbe ist, ja, das soll einfach Diversität ausdrücken. Stimmt. Dann könnt ihr euch einen Regenbogen bauen. Ja, und wenn du das nicht magst, ne, du weißt, dann hast du schon verloren. Ne? Mhm. Du ewig gestriger. Okay. Ab zum schön. Nächsten. Ach, bitte, ja. So, das war echt schlimm. I wanted to be a librarian the first time I set foot in a library. I was always a little different, even at that age, and libraries offered a safe, quiet space where I could find tens of thousands of escapes into worlds of fantasy, mystery, and intrigue. After finishing college, I entered the workforce as a middle school librarian, where I was able to bring that dream full circle and match my students with the perfect books. Now, I get to experience that same type of fulfillment in a very different way here at CIA. I love my job. Gut. Ja, ich wollte es kurz klatschen. Es ist wieder sowas. Ja, es ist wieder so ein Humans of CIA Spot. Also dieser nette Mensch arbeitet bei der CIA, dem einem von vielen amerikanischen Geheimdiensten, die ganz schöne Sachen machen, so, wenn man sich da mal belesen mag. Und ja, der wirbt jetzt hier für Recruitment, also für neue Mitglieder für die CIA. Ist doch das lebende Soycheck-Meme, oder? Ja, ja. Also, so was zur Hölle. Nicht unbedingt vorstellen, dass er jetzt persönlich irgendwo in Kuba in der Schweinebucht einreitet oder so. Also er ist eher am Schreibtisch unterwegs. Hey. I love my job because I have no idea what type of research question is coming through the door next. It might be as simple as an HR officer needing to clarify a law, or as complex as an analyst needing to help identify something they saw in a video still. There's something incredibly rewarding about knowing you are having a very real impact of potentially global proportions. As an agency librarian, I work to ensure that our collection and services are matched up with what CIA needs. Not only am I involved in the acquisitions of journals, books, and countless electronic resources, I'm also encouraged to curate special collections that challenge expectation. Oh Gott, jetzt geht's los. Wir haben bei der CIA eine Bibliothek, also noch ganz klassisch, finde ich auch interessant. Wie das hier aussieht, ich meine, das könnte irgendeine Uni-Bibliothek sein, weißt du? Ja. Also er ist auf jeden Fall der Rambo der Bibliothek. Bibliotheks-Rambo, genau. Genau. Mit Pfeil und Bogen dort die Bücher abschießt oder was weiß ich. Ich habe okay, schon so hinten in den verbotenen Buchstaben. Da habe ich ja, schon gelegen genau. An der Front. Der verbotenen Abteilung. Und jetzt, so, ja, jetzt, lass dich raten, jetzt wird es divers, oder? Ja, ich glaube schon. Er deutet jetzt an, ich mache nochmal den Satz, dass er irgendwas Besonderes macht. Special collections that challenge expectation. Recently, I brought in our intelligence gaming collection to give officers unique opportunities to practice skills they need in their various roles. Also, du kannst hier Spiele wie Codenames oder Patchwork oder was weiß ich, irgendwelche Brettspiele spielen, um deine Fähigkeiten zu schulen, die für die CIA nötig sind. Okay. Also, es sieht aus wie bei irgendeinem random Brettspieltreffen. Ich stelle es mir gerade vor, wie so sein Vorgesetzter, der die ganzen Finanzausgaben genehmigt, so ja, Marswerfer, ja, klar. AKs für irgendeinen Aufstand, alles klar. Brettspiele, was? Instead of sitting for hours in front of a computer-based training, they can play a carefully selected game to train a specific set of skills while simultaneously building on the myriad soft skills essential to intelligence work. My favorite thing about CIA. Alter, der spricht hier so, als wären die CIA-Mitarbeiter irgendwie Vierjährige, weißt du? Also das kannst du in der Grundschule machen, dass du mit Leuten Soft Skills über Spiele lernst, aber bei der CIA, ich finde es irgendwie albern. Also ich finde ja Spiele an sich jetzt, die sowas taktisch spielen, nicht verkehrt, aber wenn du bei der CIA bist, da bist du doch schon 7 Level, um mal in dem Sprech zu bleiben, drüber über sowas. Genau, das meine ich. Das meine ich. Also an sich, solche Spiele können ja durchaus sinnvoll sein, aber ich denke halt eher für ein jüngeres Publikum, nicht für fucking CIA-Mitarbeiter. Beim Geheimdienst. CIA is that they encourage the out-of-the-box ideas that drive real progress.
Ich meine, stell dir das mal vor, du warst irgendwie in Afghanistan, hast da irgend so eine übelste Mission in den Schatten gemacht, dann kommst du dort in seine Bibliothek, um im Urlaub sozusagen, um auch anzukommen, und dann spielst du erstmal eine Runde, ja, Codenames oder hier Jagd auf Mr. X. Oder was ich. Ja, genau. Als Weiterbildung sozusagen. Genau. Wie jage ich Mr. X? Hm. Und das, in Afghanistan, das, welcher U-Bahn-Station ist der jetzt hier, Mr. X? Richtig, ja. In keiner. Ja. To have a wonderful and accepting family. I always struggled with the idea that I might not be able to discuss my personal life at work. Imagine my surprise when jetzt I was kommt's. Taking my oath at CIA and I noticed a rainbow on then-Director Brennan. Es ist so verloren. Support Inclusion steht da drauf. Ich mach nochmal kurz zurück. Er hat einen Rainbow gesehen auf... And I noticed a rainbow on then-Director Brennan's lanyard, which I later learned was designed by Engel, one of the many employee resource groups here at the agency. Mhm. I remember being stunned. Since then, however, I've... Wow, ich war so stunned, also bei der CIA machen die irgendeine Diversity-Scheiße. Wow, wow. So toll, so brave. Also wir verheizen jetzt auch Buchstabenmenschen im ausländischen Dienst. Geil. Ja. Naja, gut, er ist halt nur in der Bibliothek, also. Ja, er hat Schwein gehabt, ja. Since then, however, I've learned that far beyond the resource groups, inclusion is... Was ist denn das eigentlich mit dem Schlüssel dort? Ist das der Schlüssel zum geheimen Buch oder was ist das? Das ist aus Matrix, er ist der Schlüsselmacher. Er kennt die ganzen Hintertüren, weißt du. The core value here. Officers from the top down work hard to ensure that every single person, whatever their gender, gender identity, race, disability or sexual orientation, can bring their entire self to work every day. Wir hatten das ja schon mal bei der Armee. Dass die da Probleme haben, Leute zu finden. Wie sieht denn das bei der CIA aus? Haben die auch solche Probleme? Ich gehe mal von aus. Also, wenn die solche Spots bringen müssen. Oder haben die deswegen Probleme? Woran das liegt, frage ich mich. Also, ich denke tatsächlich, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass immer mehr Leute, gerade junge Leute, irgendwie dem System Militär so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, trotz so... Naja, so großen Entertainment-Produkten wie Call of Duty. Weil, also zumindest ist das so mein Eindruck von so ein bisschen den Politik-Ami-Shows, die ich so mitkriege, dass da auch durchaus bei den harten Patrioten eine große Skepsis herrscht gegenüber allen möglichen Auslandseinsätzen. Also es sind halt viele mittlerweile, deswegen war ja auch der Trump so beliebt, weil er 2016 halt gesagt hat, ja, ich will diese ganzen Auslandseinsätze beenden, ich will unsere Truppen abziehen. So. Und ich glaube, dass das auch durchaus so bei dem Klientel, was sich interessieren würde, prinzipiell für einen CIA-Dienst, das sind ja, muss man sagen, so die Patrioten, ne? Die jetzt sagen würden, ja, ich will für mein Land tätig werden. Dass die aber auch gleichzeitig, glaube ich, skeptisch sind, eben gegenüber diesen ganzen Auslandseinsätzen. Also von wegen, man hat den Eindruck, die USA wäre dann eine Ölfirma oder so, die aus anderen Interessen, weißt du, in fremde Länder geht, nicht aus patriotischen Interessen. Ja, stimmt schon, wenn ich jetzt so überlege, Amerika in seiner Geschichte war ja größtenteils bis auf das letzte Jahrhundert jetzt oder seit Ende des Zweiten Weltkriegs eher so ein ein isoliertes Land, was sich von selbst isoliert hatte. Isolationistisches, du weißt, was ich meine. Ja, und damit ist es ja auch sehr gut gefahren, muss man mir auch mal sagen. Ne? Also es hat halt die üblichen Handelsbeziehungen zu irgendwelchen Nachbarn oder eher entfernteren Nachbarn gepflegt. Und die Politik, die es jetzt macht, ist relativ jung. Und ja, wie du schon sagst, das hat dieses Geschmäckte von, wir sind eigentlich ein Ölkonzern oder einer von diesen sieben Großen. Ne? Ja, klar. Und ja, wenn ich jetzt G.I. Joe wäre, dann würde ich auch nicht in Irak mein Geld für diese Konzerne lassen wollen unbedingt. Ne? Klar. Aber gut, das interessiert jetzt unseren Regenbogen-Bibliothekar nicht. Diese Gestalt. Wo findest du das immer? Oh, wo ich das finde, ja. Keine Ahnung. Tatsächlich von diesem Ami-Podcast, den ich so gern schaue. Ich empfehle den jetzt einfach mal hier. The Matt and Blonde Show heißt das.
Ja, das schaue ich jeden Sonntag. Das kommt nämlich gleichzeitig mit der Wabe oder ein paar Stunden später, auch immer Sonntagabends. Kann ich sehr empfehlen. Ach, das Matt ist, was du meintest mit der amerikanischen Honigwabe, oder? Genau, das ist die Ami-Honigwabe. Mhm. Die ist total ähnlich vom ganzen Konzept und so, auch von der Länge und allem. Und ja, das ist mit zwei Hosts, die auch ihr Gesicht zeigen. Finde ich sehr amüsant. Auf YouTube, oder? Auf YouTube ist das, genau. Sehr Matt and Blond Show von Matt Christensen. Der ist so der eine Host. Ich denke, wir packen es euch mal in die Beschreibung. Wir versuchen dran zu denken. Okay, wollen wir den nächsten Clip machen? Ich sehe das Bild und sage nein. Ich sage ja. My name is Faye Johnstone. I'm the executive director of Wisdom to Action. We can create a world where everyone is able to live in public space as their honest and authentic self. Ich muss hier mal kurz das erklären vielleicht. Hershey steht da drauf und Hershey, das ist halt eine Schokoriegelmarke in Amiland. Weißt du, okay. Die haben halt jetzt das so abgewandelt, Hershey, so Hörforschi, weißt du, das, deswegen Hershey in blau und das kleine rosa vor. Mhm. Ja. See the woman changing how we see the future at Hershey's Canada. Okay, also es ging ja offensichtlich um den Weltfrauentag, hat man einfach mal wieder schön ein paar Opferpunkte abgegriffen, indem man die thematisiert. Ja, Glückwunsch. Mit einer Transe. Oder? Ja, da muss man sich fragen, ist das Faye Johnstone, 27? Oh, was ist denn das? Was steht da unten, was? 2S, LGBTQIA+. Was ist denn 2S? Also die ist doppelt LGBTQ, oder? Doppelt so gut, oder? Ja. Doppelt so LGBTQIA+. Denn die Opferpyramide geht noch weiter, musst du wissen, weißt du? Geht noch viel weiter, ja. Das ist nur der erste Layer und danach tauchst du tiefer. Ich kann dir Tiefen zeigen, von denen du noch gar keine Ahnung hast, Neo. Und tiefer, den kann ich nicht tiefer. Was zur Hölle ist das? Also wirklich. Ja, keine Ahnung. Komm, lass es nächste machen, oder? Wir haben nämlich nochmal was aus der Reihe, glaube ich. Nochmal was mit Hershey. Nein. Some may see the future as dark. But we most definitely see the light. Because in the future, warte, ich mach nochmal. Kannst du nochmal zu dem Untertitel zurück? Siehst du das jetzt hier? Bei mir sieht man es gerade. Klappt das bei dir mit der Synchronisation? Was müsst ihr mir zeigen? Ihre Beschriftung? Ach, die Frau, genau. Nee, da bin ich nicht. Geh mal ein Stück zurück. Ach so, schade. Warte. Jetzt. Neila Mulu, 16 erst. Climate Tech Researcher, also Klima ist auch dabei, auch wichtiges Thema. Because in the future, da kennt es sich mit 16 bist du schon ein Technologiewissenschaftler. Ja, genau, ein Researcher. Ja, das ist genau das, was wir letztens besprochen haben, wie wenn hier ganz viele Flüchtlinge ankommen und sagen, sie sind Informatiker oder so. Und dann haben sie mal einen Computerkurs zu Hause belegt und kennen sich vielleicht gut mit Word oder Excel aus und sind dann auf einmal Informatiker. Und das ist jetzt hier genauso. Du bist Climate Researcher mit 16. Mit 16. Weil du im amerikanischen Schulsystem, das nicht ganz so auf der Höhe ist mit 16. Also bist du jetzt noch nicht so krass gebildet. Wahrscheinlich, weil du mal so eine Lidl-Kongstrong-Dose nicht irgendwo in dem Wald entsorgt hast, sondern so einer Pfandsammlerin gegeben hast. Ne? Genau, dann sagst du, guck, das war Research, was ich gerade gemacht habe. So, jetzt haben wir hier Rita Audi, 22. Gender and Education Equality Activist. Okay, immerhin, ja. Man ist so ehrlich, man ist ein Aktivist. Aha. Die ist auf jeden Fall. Was immer sie auch gemacht hat. Ja. From different places, different spaces. So, Kelisha Masala, 21, Founder of Girl Up Quebec. Girl Up ist wahrscheinlich irgendeine Vereinigung. Ja, so wie Men Up, so, weißt du, das ist das Wortspiel, denke ich, ne? Und ja, Man Up, ja, oder Suit Up fällt mir ein aus How I Met Your Mother. Da sagt der Barney immer Suit Up, dass er jetzt nicht einen Anzug anziehen soll. Ja, Girl Up, Mädchen hoch. So. War Quebec nicht die, oder Quebec, die Provinz, die sich fast abgespaltet hätte im Referendum? Das weiß ich nicht, ob die sich abgespalten hätten. Ich weiß nur, dass es ja eine Provinz in Kanada ist und meines Wissens die französischsprachige, was ja auch der Name andeutet. Also dann muss ich mal sagen, haben sie ja mit ihr hier wirklich das Französische gut getroffen. Ja, na klar, so, Frankreich ist heutzutage so, ja. We're all going after one thing. Change for the communities we care about. We see the light. Because the future isn't fantasy. Stop. Kannst du nochmal zurückgehen? Oh, warte. Ja, ich mache. Siehst du die? Ja. Jetzt den Untertitel?
Okay. Autumn Peltier, 18, Indigenous Whites and Water Activist. Okay. Aha. Ah, clever gemacht. Sie haben ja die blauen Schokoladen in die Hand gedrückt. Ja, weil sie ist ja vom Wasser stammen. Ne? Wie es bei Avatar heißt. Ja, Alter. Okay. Sie hat ja auch so ein bisschen regenbogenfarbenen Schmuck, ne? Sieht schon irgendwo indianisch aus und dann vielleicht verbunden halt mit so einem. Ja, sie ist auch so indigener Aktivist. Oder? Ja, das meine ich, Das meine ich, ja. Because the future isn't fancy. Indianer zu sagen. It's ours for the making. And we can't wait for it. This International Women's Day, see the women changing how we see the future at Hershey's. Ich übergehe mal, dass du das böse E-Wort gesagt hast. Nee, ja. Ich sehe gerade in der Vorschau, das rechts unten hatten wir schon mal. Mit dem Zaun. Was jetzt kommt? Ach so, ja, okay. Oder? Ja, das hab ich schon mal. Ja, alles klar. Aber ja, bitte weiter. Ja. Bitte weiter, ja. Jetzt haben wir noch irgendwas ähnlich gelagertes, glaube ich. Moment. Irgendwie erinnert mich das an diesen asiatischen Werbespot, wo die so einen Schwarzen in die Maschine tun und da kommt Weiß raus. Ja, ich glaube, okay. Da ist einfach wahrscheinlich mir ein Fehler unterlaufen, so wie ich das hier Ja. Nee. Also ich habe halt eingegeben, so Pride Commercial, ob ich Commercials zum Thema Pride finde, aber das Waschmittel hier ist einfach Pride, weißt du? Ja. Also, ja, das sollte jetzt hier gar nichts sagen. Okay, das war mal eine Nullnummer, vergib mir. Dann machen wir das nächste. Das ist definitiv keine Nullnummer. Okay, weiter geht's. I think what inspires me is other queer people. Every time I'm feeling hopeless, I remember that we're not supposed to be here and we are. And that in so many ways, queer and trans people are everyday miracles. Jetzt mal ganz kurz stopp. Also ich klinge vielleicht minimal wie dieser Chris Enger, aber wie schwach sieht er denn aus? Es tut mir wirklich leid. Klassischer Chris Enger Take tatsächlich. Ja, den könnte ich doch sofort wegklappen. Ich bin ja so stark. Aber alle, also jetzt ohne Scheiß, alles, was dieser Mensch da ausstrahlt, ist Verletzlichkeit und er hat Probleme. Kein Selbstbewusstsein, gar nichts. Mit dem Selbstbewusstsein weiß ich jetzt nicht. Ich meine, wenn er sich so hinstellt. Ja, in seinem Safe Space. Ja, ich bin ja immer so ein, also Werbung ist ja teuer. Na gut, die Art Werbung jetzt hier nicht, das ist ja einfach nur ein YouTube-Clip, aber ich will ja eigentlich immer gern wissen, worum geht es denn in einem Produkt? Was ist denn UGG? Also nie gehört, was ist denn das für eine Marke oder was machen die? Also es ist mir jetzt noch gar nicht klar so. Vielleicht wird das hier noch klarer, aber jetzt so aus den ersten Sekunden wüsste ich nicht, was das jetzt hier mit der Marke zu tun hat, weißt du? Trans people are everyday miracles. Die Echsen, Menschen sind real. When I was younger, I did fight depression. Find the outlet that gives you joy. For me, I found many times nature, sunshine. Junge. Really just lifted a lot of heaviness. I feel heard. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Also, das sind auch keine normalen Schwulen, jetzt mal ehrlich. Der eine hier mit den 1000 Tattoos und wie die gekleidet sind. Also, ich weiß nicht, ich würde mir halt auch als Schwuler irgendwie verarscht vorkommen, wenn solche Werbung mir die ganze Zeit präsentiert wird. Also, es hat halt schon irgendwo was von Freakshow, sind wir ehrlich. Auch den ersten Typen, den wir hatten. Bist du in diesem Kleid mit den rosa gemachten Haaren und allem? Ich weiß nicht. Ich denke mal, dass die Agenda ist vielleicht das Schlimme ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber dadurch, dass du solche Leute zeigst, werden die etwas weniger ja, freakigen
etwas normalisiert. Verstehe. Ne? Ja, du verschiebst quasi das Overton-Fenster. Ja. Mhm. Da hast du recht. Ja. Denkst du, dass der rechts hier die Frau ist in der Beziehung? Ich habe keine scheiß Ahnung, ich will es auch gar nicht wissen. Heaviness. I feel heard when people actually stop and listen. It's a very simple thing. Just. Was sind denn das für Schuhe? Was sind denn das für Schuhe? Und dieser Rock, das sieht aus wie eine Tischdecke. Guck mal, die ist sogar ausgefranst. Die hat er doch ausgeschnitten. Wirklich aus dem Betttuch. Shut up and listen. That's really all you have to do. Und sie ist fett, oder? As much as there's a voice in your head that's telling you, aber like, geht. You're not a winner. Like, it really does get better and there are people who are here for you. Das ist ja noch die normalste bisher, oder? Also wenn es eine sie ist. Ja, die hat eine komische Kleidung. Ja. Siehst du, so mittelaltermarktmäßig. And after that is just like the road to getting to where you want to be. I take care of my mental health. Ja, die sieht wieder so ein bisschen, ne? Also der Haarschnitt ist halt schon sehr männlich. Auch die Kleidung dazu. Es könnte halt auch ein R sein, ne? Ich weiß es ja, nicht. Ja, nee, ich sag's, das ist eine Frau. Consistently checking in with myself and also with my friends, asking them how they're doing. Als so Asiaten ist mal schwer. You know, when they're checking on me, na wirklich. I feel really ja, vor allem, wenn sie so seen and heard by them. Wie du schon sagst, ich weiß immer noch nicht, worum geht's. Ja, worum geht's denn hier? Was ist denn UGG? Be kind to yourself. Be patient with yourself. Be intentional with your thoughts and words and relax your shoulders. Okay, warte, ich hab eine Idee. Ja, es geht um Schuhe. Denn Schuhe? Die haben alle so behinderte Schuhe an, oder? Ah, das könnte sein. Stimmt, ich mach mal weiter. Das könnte sein. Eat some fruit. Don't fucking spiral. Okay, what do you... Dann kommt da was? Viel hört, Ack. Warte, ich google jetzt mal Ack. Es muss doch irgendwas noch kommen. UGG, ja, UGG sind Stiefel, alles klar. Ja, ich habe hier Ack Boots. Das sind, ja, die verkaufen Schuhe, alles klar, es geht um Schuhe. Alter, ihr hättet so einen scheiß El Bandi-Clip nehmen können und jedem wäre es klar gewesen. Das ist unfassbar. Ah, alles klar, Ack, okay. Die Ack-Schuhe sind einfach ugly, vielleicht kann man das auch sagen. So. Oh Gott, ich glaube, wir machen das nächste richtig. Ja, ich glaube, das ist abschlussmäßig, ja. Besser wird's nicht. Nice, meine Wahlbenachrichtigung ist da. Da gehe ich nicht hin. Wie? Bin im Urlaub. Außerdem, wählen gehen? Wieso nicht einfach per App? Dann würden wir mehr mitmachen. Das sehen 37% von euch ähnlich. Ein Vorteil wäre zum Beispiel die Barrierefreiheit und zeitlich wäre man auch flexibler. Und was ist mit Sicherheitsbedenken wie Manipulation der Wahlen durch Hacker? Ich wäre ja für einfach mal ausprobieren. Macht man ja. Wow! Ach, diese Werbung triggert mich richtig hart. Ja, probieren wir einfach mal per App zu wählen, da geht bestimmt gar nichts schief. Also, da kann man gar nichts faken. Also, so ein Schwachsinn. Als wären staatliche Apps noch nie irgendwie falsch gelaufen. Ja. Und ehe wir hier weitergucken, ich möchte mal hier kurz klarstellen, also das ist jetzt hier nicht so eine Werbung, die halt irgendein Typ gemacht hat. Das ist im Auftrag der BPB, also der Bundeszentrale für politische Bildung, gemacht worden. In ihrem Auftrag zur Bundestagswahl 21. Ja, also es gibt offensichtlich auch schon durchaus Ideen von offizieller Seite, sowas mal vorzudenken, also Wahlen per App. Mhm. Die USA zum Beispiel testet Wählen per App beim Militär im Ausland. Doch es gibt Sicherheitsbedenken. In Estland ist iVoting sogar schon fester Bestandteil von Wahlen, neben der Wahl im Wahllokal. Aber in Estland ist das Bestandteil, okay, das finde ich krass, weil ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also mir wäre das wirklich viel zu heiß. Also ich hatte mal Sicherheitsbedenken vor... über 10 Jahren einen Artikel vom Spiegel gelesen. Hm. Spiegel Drecksblatt, aber sei es dahingestellt, da ging es um Estland und die haben halt wirklich ein sehr, sehr hart ausgebautes Internet in alle, also da geht's bis in das 10-Seelen-Dorf, liegt Internet an. Ja, also prinzipiell muss ich sagen, habe ich jetzt nichts gegen die Idee. Wenn man wirklich knallhart sagt, wir müssen das sicher machen gegen Manipulation, wir müssen es irgendwie transparent machen, ob man das wirklich realisieren kann, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber wenn man mit dem Anspruch rangeht, dann würde ich dem auch einen Versuch geben wollen. Aber doch nicht in diesem Land hier, wo wir gerade leben. Nee, nicht in Deutschland. Tut mir leid. Also, nee.
Aber auch hier beschäftigt man sich seit Jahren mit dem Thema. Die allergrößte Hürde, die Bewahrung der Wahlrechtsgrundsätze laut Grundgesetz. So muss zum Beispiel auch das iVoting geheim sein. Digital ist das aber ein Problem. Eine abgegebene Stimme darf keiner Person zugeordnet werden können, aber sie muss trotzdem später nachprüfbar sein. Ein kryptografisches Verfahren könnte das Problem lösen. Das und andere Sicherheitsbedenken werden aber noch diskutiert. Warte mal kurz. Wie wär's mit der Ja. Also, kann es niemals. Also, ne, du stehst an deinem Handy. Mhm. Und dein netter Mann mit dem Gürtel hinter dir sagt, du wählst jetzt A. Und der sieht genau, was du ankreuzt. Ja? Wie willst du das jemals? Ja, genau, das ist das Ding. Das ist ähnlich halt wie mit der Briefwahl, weil du halt nicht sicherstellen kannst, dass du wirklich in diesem abgeschlossenen Wahlsending bist, dass keiner dich beobachtet. Also, dass du wirklich für dich alleine diese Wahl machst. Ich meine, wir hatten uns ja schon mal intensiv zum Thema Briefwahl unterhalten, das war in dem Video zum Einwirkungstest, genau. Ja. Genau, Einwirkungstest, schaut auch da gerne rein. Ja, und das Ding ist, bei Briefwahl zum Beispiel ist es ja durchaus so, dass bei älteren Leuten soll es da Fälle geben, wo dann halt mal der Enkel oder so kommt oder der Sohn und mal gut zureden, ja, bitte wähl doch das, kreuz doch das an. Das ist dann in dem Moment eben nicht die eigene Wahl so in dem Sinne. Und genauso bei Apps, das wäre sogar noch einfacher, wenn man das halt so einfach machen würde, dass man nicht mal was unterschreiben muss und abschicken muss, dass man da wirklich sagen würde, Oma, hier, mach mal, installier dir mal bitte schnell die App, mach die mal an und dann klick mal da. Okay, danke. Ja. Und gerade so die Omas und Opas, die wollen ja ihren Enkel gefallen, ne? Ja, natürlich, um Gottes Willen, ja. Sicherheitsbedenken werden aber noch diskutiert. Hey, wie wär's mit der Briefwahl? So modern wie die Postkutsche. Aber du bist zeitlich flexibel und kannst die Unterlagen online beantragen. Okay. Nein, Briefwahl ist Schmutz. Hier Einbürgerungstest-Video. Wir haben da über 20 Minuten lang diskutiert. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Aber es war sehr interessant. Schaut gerne da rein. Deswegen ich mag ja hier unsere Hauptcharaktere, die mag ich ja. Also absolut ja, die sind vertrauenswürdig. So krank divers, ne? Also... Der eine hier schön mit Regenbogen rechts und man hatte irgendwelche Tattoos auf den Beinen und diese, generell haben die diese krassen Stollenbeine auch, ne? Die kommen ja gerade aus dem Gym. Aus dem Gym kommen die, ja. Und das Gym sieht natürlich so aus wie ein Harvard-Universität, wie irgendein Elite-Internat in den USA. Also, kannst du links das Symbol irgendwie zuordnen oder ist es einfach irgendwas? Das G? Nee. Ist das ein G? Also, naja, das ist so eine Spirale und dann noch mit den Dreiecken, also der Troll aus dem Honigforum würde jetzt dir irgendwas von Spy-Wangles erzählen, aber ich lasse das jetzt. Genau, das Forum ist nicht down ohne Grund, leider. Grüße an Troll, das Forum kommt wieder. So, okay, wollen wir weiter? Okay, einen schaffen wir noch, ja. Also. Ja komm, wir sind erst bei der, ja gut, einen letzten kleinen. Ja. So, nochmal was Deutsches. Alter. Auch wenn dieser Sommer anders ist, wir machen uns trotzdem eine gute Zeit. Mit Wohnideen für drinnen und draußen. Mach zu Hause draus. Otto. Ja, gut. War halt jetzt... War's schon, okay. Ja, war jetzt nicht super spektakulär. Es ging einfach nur darum, ja, Otto, zeigen wir nochmal so eine Spielromanze, um dem Thema gerecht zu werden. Wobei ich, also die ich, haben ich ja nicht mal einen sagen, Artikel beworben, oder? Ja, ja. Nee, haben sie nicht. Ich muss sagen, in dem Maße, wenn es jetzt nur in Spot wäre und dann, wenn es auch proportional passen würde, wisst ihr, dass, was weiß ich, wie viele Schwule gibt es, vielleicht 10% oder ich glaube weniger. Ja. Wenn dann. Also man sagt ja, die ganze LGBTQ-Buchstaben-Mafia sind so 5%. 5%, genau. Ja. Und meinetwegen, wenn dann ein von 20 Spots wäre, dann so, dann boah, könnte ich mit leben, aber gerade durch so Sachen wie Pride Month, ich meine, das ist einer von 12 Monaten. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Also da. Deswegen bin ich da irgendwie skeptischer, ob das so passt ins Konzept. Ich gebe jetzt auch zu, ich habe jetzt am Anfang ja so gesagt, aber jetzt, da sind die ja so rausgezoomt. Ich meine, die sind da alleine in ihrem Setting. Ja, das sollen die halt machen. Das ist okay. Ja, sehe ich auch so. Also no hate von uns. Aber du meinst, da gibt es noch mehr Spots demzufolge? Nee, aber komm, wir machen auch einen, oder? Das war jetzt so kurz. Komm, einer geht noch. Der nächste wird, glaube ich, cringe. Zack, 9 Stunden Honigwaben-Stream eingeholt. Ich bin Theo und ich liebe Make-up. Schminken ist für mich vor allem ein Ausdruck meiner Persönlichkeit und meines Charakters. Also ich habe schon im Kindergarten angefangen und das war eigentlich meine erste Erfahrung mit Make-up.
Als Kind habe ich noch nicht gemerkt, dass es ungewöhnlich wäre, als Junge geschminkt aus dem Haus zu gehen. Als ich älter wurde, hat sich das aber geändert. Viele Blicke in der U-Bahn, viele Blicke auf der Straße und auch ein paar Kommentare. Also ich würde sagen, in Bayern ist es eher was für Fortgeschrittene, sich als Junge zu schminken. Mit 17 habe ich dann durch andere YouTuber den Mut gefasst, mich nicht mehr zu verstecken. Ich will ja niemanden provozieren, ich will mich einfach nur schminken. Warum nicht einfach mal über Klischees hinausdenken? Ich bin nur ein Junge, der sich schminkt. Punkt. So einfach. So, da mache ich kurz Pause. Ich fand jetzt hier interessant den Satz, ich will ja nicht provozieren, ich will mich einfach nur schminken. Also, wer glaubt's denn? Ganz ehrlich, denen geht's doch maximal um die Aufmerksamkeit, dem Typen. Also. Dafür ist ja Schminke erfunden worden. Ne? Um aufzufallen. Ja, erstens klar, ist Schminke zum Auffallen erfunden worden, aber auch ohne den jetzt groß zu kennen. Ich meine, der ist ja auch im Internet und alles und dann ist er in diesem Spot und einfach, ja, wirklich dieses sehr extravagante Aussehen und Auftreten, dem geht's ums Aufmerksamkeit, dem Typen. Also, klar ja. Will der irgendwo auffallen. Der macht das jetzt nicht, weil er sagt, ja, ich find's super hübsch. Also, klar wird er das auch hübsch finden, logisch, aber da wird definitiv ein Anteil Aufmerksamkeitsgeltungsdrang dabei sein. Ja. Also, was soll denn die andere Motivation sein? Ja, also, Schminke hübsch. Ich meine, Schminke ist ja nicht billig, ne? Du haust da ein paar hundert Euro raus. Wenn du da aussehen würdest wie vorher, ja, dann, klar. Wozu würdest du das machen, ne? Ja, eben. Ja, wie du sagst, Schminke, da, das geht ja darum. Richtig. Ah, gut, so, das war jetzt wirklich der letzte. Also kurzum, er ist ein Heuchler. Ja. Aber wenigstens ist er ein R. Ich habe ja noch erwartet, dass da noch was kommt, ehrlich gesagt. Ich bin fast enttäuscht. Vielleicht gut. Im nächsten Clip von ihm dann, ja. Genau, vielleicht sehen wir mal wieder was vom guten Theo. Das waren heute wieder ein paar nette, degenerierte Werbespots von uns für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Mir hat es Spaß gemacht, wie immer, mit dir, Arti. Und danke. Wenn euch unser Content gefällt, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, schaut gerne auf unserem Kanal vorbei. Gebt uns ein Abo, kommentiert. Liked uns, ihr wisst die ganze YouTube-Scheiße. Es war jetzt das YouTube-Gebet, aber ihr wisst ja, wie es ist, das hilft uns. Ja, wir werden auch langsam gottlos, ne? Früher hatten wir einfach gesagt, das YouTube-Gebet, jetzt müssen wir das ausbuchstabieren. Genau, früher haben wir immer gesagt, ja, wir machen jetzt das YouTube-Gebet, Amen, jetzt tun wir es ausbuchstabieren. Naja, komm, die Zahlen, Arti, die müssen steigen. Ja. Beim nächsten Mal blende ich hier noch so eine scheiß Glocke ein, weißt du? Und ein Abonnenten-Spendenziel oder so, weißt du? So, wir wollen jetzt hier so wie Wikipedia oder was, ja. Ja, irgend sowas. Nee, dann genau, genau. Dann lösche ich den Kanal, sorry. Ja, nee, so fangen wir hier nicht an. Also scheiß aufs Geld. Gut, liebe Leute. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß. Tschüss. Ciao.